Auf dem Gelände des ÖMTC-Fahrtechnikzentrums in Teesdorf fand ein spannendes Kräftemessen statt. Die Teilnehmer an diesem heißen Kartrennen setzten sich ausschließlich aus den Einsatzkräften der Polizei, Rettung, Feuerwehr und Justizwache zusammen. Wir sind heute hier am Testgelände des ÖMTC in Teesdorf. Fahrsicherheitszentrum nennt sich das. Heute ist es aber ein Rennzentrum. Ja, das ist richtig. Wir haben das Fahrtechnikzentrum in Teesdorf zum dritten Mal in Folge in ein Rennzentrum verwandelt. Und wir haben heute im Starterfeld die Kräfte der Polizei, Justiz, Feuerwehr, Rettung. Und die bestreiten gerade das Rennen. Es ist voll im Gange, alle Blaulichtorganisationen machen heute kräftig mit. Ich habe gehört, ein sehr, sehr großes Starterfeld. Ja, wir haben 56 Teams mit 336 Fahrern aus 4 Bundesländern. Also Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und Burgenland. Die Idee stammt ja ursprünglich, die Grundidee von Ihnen. Wie sind Sie drauf gekommen? Warum macht man gerade so ein Rennen? Wir im Einsatz als Polizisten sind natürlich angewiesen auf die Rettungskräfte, Feuerwehrkräfte und natürlich auch mit den Justizwachekörper sehr eng verbunden. Und deswegen war der Grundgedanke, dass man sich über das berufliche Zusammensein hinaus einmal trifft und ein paar heitere Stunden gemeinsam verbringt. Und der kleinste gemeinsame Nenner war das Autofahren und wir haben es aufs Kartfahren heruntergebrochen und so ist die Idee entstanden. Na, normalerweise kennt man ja die Einsatzorganisationen mit Blaulicht und Vollgas, aber mit anderen Autos. Heute wird einmal zum Vergnügen gefahren, im kleinen Auto. Das ist richtig. Heute sind wir mit unseren 270 Kubik-Karts unterwegs. Die sind, würde ich sagen, nicht unbedingt langsamer. Das Tolle ist, bis dato auch noch keine größeren Unfälle, Verletzungen, genauso wie wir die letzten 2 Jahre verbracht haben. Die Fahrer sind sehr diszipliniert. Der Spaß steht im Vordergrund und wir hoffen, dass das für den weiteren Rennverlauf so bleibt. Wir haben das große Glück, dass wir heuer zum ersten Mal mit den neuen Karts des Fahrtechnikzentrums unterwegs sein dürfen. Das heißt, das sind Top-Rennkarts und dementsprechend sind sie auch zum Handeln und sind auch vom Lärmpegel her sehr erträglich. Aber ich hoffe nicht, dass wir eine Anzeige wegen Lärmerregung bekommen. Also wir bewegen uns da in den richtigen Parametern, glaube ich. Na, da im Freien, nur dazu, die sind so gedämmt, die Motoren, man hört fast nichts. Das ist richtig, wir haben auch keine Anrenner im näheren Umfeld, also von dem her gibt es da keine Komplikationen. Das Rennen heute hat ja noch einen zweiten Grund. Es gibt ja noch einen sozialen Touch dahinter. Ja, also wir haben gleichzeitig eine Charity-Veranstaltung daraus gemacht. Wir unterstützen einen Probefeuerwehrmann von der Feuerwehr Alland. Und dem kommen die Nebeneinkünfte von der Transparenz oder vom Fotoschneider, der die Fotos macht, dann zugute. Also man fährt zusätzlich auch noch für einen guten Zweck. Genau.